Hi Leute und willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir sind im Duellkerker und haben die ersten beiden Ebenen schon abgeschlossen. Wir sollen den Vater retten von dem Toad und gucken wir mal, wo der sich aufhält und wem wir hier alles besiegen sollen. Oh, nein. Oh. So. Erstmal scannen. Das ist ein Mega-Sproing. Mega-Sproing? Wie auch immer. Also ein aggressives Sproing mit Stacheln auf dem Kopf. Max KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Ist ansonsten aber genau wie ein Sproing. Nur auf die Stacheln musst du ein wenig aufpassen. Wird diesen Dingern eigentlich nicht schwindelig, wenn sie sich dauernd drehen? Stimmt, wird ihnen schwindelig. So, ich kann natürlich einfach Erdbeben machen. Das mache ich auch einfach. Oh. Erdbeben ist so gut, ey. Einfach so gut. So, und da geschoss 3. Das ist eine Röhre, die mich hier nach oben bringt. Okay. So, Ebene 4. Ein Anschleichen und drauf da. So, Sprung. So. Und sie macht den Rest. Sehr gut. Kann man es immer wieder machen? Zum Münzenfarmen? Ich weiß es gar nicht. Wäre auf jeden Fall cool. Ich Items. Nett. So, weiter. Okay. Gut, das war der. Alle drei Leben, dann würde ich wieder den Hammer benutzen wollen. Aber gar nichts. Wir haben so gute Sachen. Gerade mit mehr Angriff und diesen Erdbeben zusammen. Hammer. So. Ebene 6 müsste das jetzt schon sein. Let's go. So, ich könnte. Nee, möchte ich nicht. Gerade überlegt, ob ich mich heile wegen den Blütenpunkten, aber nö, der macht 3 Schaden, das wäre doch zu viel. Ich kann nur einen blocken. Da habe ich lieber ein bisschen Leben. Ich hatte die Blütenpunkte. Oh, komm, ich kriege sogar Blütenpunkte. Das war nur ein bisschen, weil das reicht 6, ne? Ja. Du musst wirklich bis 10 runter. So, nee, mach ich auf der Hammer. Perfekt. Ah, ich habe die jetzt nicht gescannt, ne? Na, Mist. Egal. Vielleicht kriege ich die später nochmal irgendwann.
nur so wenig Erfahrungspunkte kriege. Ist ein bisschen doof. Ein Geist dabei, der die Gegner verjagen kann. Jetzt haben wir solche Items auch noch. Schön. Oh, da schon hinüber. So, dann mach ich mal Sprung. Sie macht den Rest. Ich habe leider keine Blütenpunkte. Oh, macht ja keinen Schaden. Panzer. Aber ist egal. Er macht ja scheinbar nicht viel. Jetzt hätte ich meine Heilung nehmen können für die Blütenpunkte. Ah, nicht nachgedacht. Ein Blütenpunkt. Ist nicht so viel. Oh! Geschafft. Zurück zum Eingang. Achtung, gehst du zurück, musst du noch einmal von vorne beginnen. Bergkerker, Untergeschoss 10. So, was habe ich hier? Schnarcher erhalten. Hiermit schläfert Mario Gegner ein. Sie greifen nicht an. So. Ich habe den Vater noch nicht gefunden. So, Sprung. Schon mal weg. Perfekt. Nicht wegmachen, wieder zu werfen lassen. Pilze halten, okay, Kopfnuss. So, du benutzt die Sterne. Na, ah, so. Nein, oh, jetzt kommen die Blüten. Okay, 5 Blüten. Sehr gut. Ah, Mist. Zu früh gedrückt. Oh, direkt wieder geheilt. Schön.
So, das heißt, du kannst springen. Nimm ich. Hey, Pumpels. So, Sprung. Oh mein Gott, wer? Mario. So, hinüber. Und sie macht Sachen jetzt auch kaputt. Perfekt. Ein Kran, ja. Aber es reicht, ihn kaputt zu kriegen. So. Oh nein, das wollte ich nicht. Das war dumm, ich wollte eigentlich die Wolke angreifen. Kann ich das überhaupt? Okay, jetzt kann ich es nicht mehr. Sprung. So, was kannst du machen? Ja, ein Scanner. So, KP 3, Angriff 2. Ah, okay. Das wollte ich wissen. Angriff 2. Oh, den hat man noch gar nicht. Oh, ich wollte gerade zuschlagen. Mano. Erstmal tauschen. Erstmal scannen. Das ist ein Poki. Pokis sind Kaktusmonster mit fiesen Stacheln. Maximal KP 4, Angriffskraft 3. Oh, die sind immer mächtig. Pass auf die Stacheln auf. Wenn du springst, tut das bestimmt ziemlich weh. Pokis werfen mit Teilen ihres Körpers oder fallen auf dich herauf. Auf dich drauf. Okay. Außerdem rufen sie gerne Verstärkung. Lass sie uns schnell besiegen. Und die beiden? Ja, dann treffe ich nicht. Das macht 3 Schaden, ne? Ach, ich weiß nicht. Wow. Autsch. Ruf. Oh, ganz schön down. Jetzt mal in Position. Hammer. Ja, komm, ich muss aber den hier vorne wegmachen. Noch ein bisschen zu hart. Okay, sie heilt sich langsam wieder. So, dann könnte ich jetzt
Nicht wechseln. Mann. Okay, dann halt Sprung. Sie hält sich. Das ich tausche jetzt nochmal. Mach den da fertig. Wir haben das da mal drauf. Autsch. Tauschen. Hammer. Wollte ich das machen? Nee. Ich gehe mal auf Heilung. Ich glaube, das kann ich auch mal gebrauchen. Nein, jetzt wo die Heilung für sie kommt. Naja, gut, Finn. Das ist super gut. So, schön geheilt. Die Punkte sind wieder voll. Und sie wird einfach mal Schuheinlage machen. Gut, perfekt. So, dann mach ihn kalt. Wo der Vater rumgammelt. Jetzt kann ich so weit unten sein, oder? So, Sprung. Bisher sind die Gumbas, die Bösen, die stärksten gewesen. Jetzt passiert hier gerade noch nicht viel. Okay, die Pokies waren jetzt noch ein bisschen stärker, aber gut. Komm her. Die haben auch nur 4 Leben. Kommt hier eigentlich auch ein Endboss? Ich weiß es nicht. So, du Sprung auf den. So, dann kannst du den erstmal wegmachen, weil der am stärksten ist. So, ein Schaden, passt. Zwei Sternpunkte, schön. Geht ja doch mal ein bisschen vorwärts.
down. Gut. Nee, Sprung ist schon richtig. Hätte ich jetzt auch heilen können wieder, aber nö, nicht für diese vielen Lebenspunkte. Münzen haben wir schon echt viele gekriegt jetzt. Okay, letzter Kampf. Oh! Toll. Daneben geschlagen. So, Hammer. Erdbeben, machen wir es schnell. Kraftpunsch. Okay, gut. Dann machen wir erstmal wieder Schluss für heute. Wir sind im 17. Untergeschoss angekommen. Oh, waren 15 Stück. In 22 Minuten. Okay. ja. Wir werden beim nächsten Mal wieder weitergehen. Ich frage mich, wo der Vater ist. Keine Ahnung. Ich hoffe bei 20 und dann ist vorbei, aber wir werden sehen. Wir machen Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.